Es ist September und damit hat Land auf, Land ab die Hirschsprung begonnen. Ich selbst sitze hier mit Oskar, einem jungen Schweißhundrüden, an der Omulev. Das ist ein wunderbar klarer Fluss in Polen, in Masuren. Und ich bin hier zur Hirschjagd. Damit herzlich willkommen zu meinem Film Nachsuche 2. Wenn jedoch bei der Jagd auf den Hirsch etwas schief läuft, braucht es ein verlässliches Nachsuchengespann. Und dass ein guter Schweißhund nicht einfach vom Himmel fällt, möchte ich euch mit dem folgenden Filmbeitrag verdeutlichen. Der Förster und Nachsuchenprofi Henning Dictus hat mich im Sommer angerufen und mich gefragt, ob ich eine Vorprüfung im Verein Hirschmann begleiten möchte. Da habe ich ja gesagt, jedoch ahnte ich noch nicht, dass dieses Thema auch für den normalen Jäger so lehrreich und spannend ist. Viel Spaß! Ja, super. Der steht ein bisschen breit da, ne? Ich mach das alles gut. Ja, und der guckt immer da. Ne? Ich bin Henning Dictus, bin Förster hier in Warstein und in meiner Aufgabe arbeite ich für den Verein Hirschmann als Prüfungsleiter der heutigen Schweißhundeprüfung Vorprüfung. Ich führe selber zwei hannoversche Schweißhunde, Ari 9,5 Jahre alt und Ole, der gerade etwas älter als ein Jahr ist, demnächst auch noch hier zu einer Schweißhundeprüfung muss und da bin ich schon mal ganz gespannt, wie es dann wird. Doch was ist eigentlich diese Vorprüfung und was bedeutet sie für das angehende Gespann aus Hund- und Schweißhundeführer? Um diese Frage zu beantworten, springen wir zum Vortag der Prüfung, denn die muss natürlich vorbereitet werden. Und hier treffe ich unter anderem auch wieder den Schweißhundekollegen Wolfgang Wolfermann. Die kann man dann vorsuchen und dann. Die Schweißhundeprüfung, Vorprüfung im Verein Hirschmann ist die erste Prüfung, die unsere jungen Hunde absolvieren müssen. Sie müssen mindestens 12 Monate alt sein. Sie sollen nicht älter als 2 Jahre sein. Die Prüfung selber ist natürlich ein Meilenstein, erst einmal für Hund und Führer, weil wir nicht nur den Hund, sondern das gesamte Gespann prüfen auf seine Leistungsfähigkeit, auf seine Eignung für die jagdliche Brauchbarkeit, letztendlich ob er dann auch in den Praxiseinsatz gehen kann oder nicht. Ein wichtiger weiterer Aspekt ist natürlich die züchterische Auswahl. Wir beginnen auf der Basis dieser Prüfungsergebnisse schon einzelne sehr gute Hunde herauszuselektieren, die dann später für die Zucht verwendet werden sollen. Die vier Fächer bei dieser Schweißhundeprüfung, Vorprüfung sind zum einen die Riemenarbeit, bei uns geprüft als Fährtenschuharbeit. Es gibt aber auch die auf der beobachteten Naturfährte oder an einem geführten Stück Schwarzwild. Das zweite Prüfungsfach ist die Vorsuche und das Verweisen. Ganz wichtig, da müssen die Hunde die Fährte erst einmal finden. Auch das ist sehr praxisnah, weil wir ganz oft den Anschuss nicht wissen. Und unsere Hunde es lernen müssen, die Anschüsse zu finden, die Fährte irgendwo zu finden, die einen Rückeweg oder ähnliches kreuzt. Das dritte Prüfungsfach ist das Verhalten am Schwarzwild. Entweder an einer Pendelsau oder wie bei uns Verhalten in einem Schwarzwild. Bewegungsgatter. Und das vierte Prüfungsfach ist ein Konglomerat aus verschiedenen Teilen. Dazu gehört die Leinenführigkeit, dazu gehört das Ablegen über eine halbe Stunde, müssen die Hunde frei abgelegt sein. Die Sozialfächer uns sehr wichtig. Wir erwarten von unseren Hunden, dass sie sozialisiert sind und sich ganz normal in der Gesellschaft verhalten. Es sollen also nicht bissig sein und ganz ruhig und gelassen der Sache entgegensehen. Diese Prüfungsfächer müssen natürlich vorbereitet werden. Elementar wichtig oder das elementarste Fach ist die Riemenarbeit. Da geht es bei uns um eine 1000 Meter Riemenarbeit über Nacht. Und insofern haben wir am Vortag schon zusammen diese Riemenarbeit vorbereitet mit einer Fährtenschuharbeit, in dem Fall mit Schwarzwildschalen. Soll ich das wieder?